17. September 2013. Grand Theft Auto 5 erblickt auf der PlayStation 3 sowie der Xbox 360 das Licht der Welt. GTA 5 spielt in der fiktiven Stadt Los Santos, die Los Angeles nachempfunden ist und in dem ebenfalls fiktiven Bundesstaat San Andreas liegt. In dem Open-World-Titel steuert der Spieler erstmalig in der Serie mit Michael, Franklin und Trevor drei unterschiedliche Protagonisten. In nur 3 Tagen konnte GTA 5 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erzielen und damit sogar Call of Duty Black Ops 2 schlagen. Der Multiplayer-Shooter kam in derselben Zeit lediglich auf etwa die Hälfte. Am 18. November 2014 durften sich endlich auch Besitzer einer PlayStation 4 sowie Xbox One auf eine entsprechende Version für ihre Konsole freuen. Die Unterschiede zwischen der Current Gen und der Old Gen Fassung besteht unter anderem durch eine bessere Grafik, eine erweiterte Tierwelt, die Möglichkeit in die Ego-Perspektive zu wechseln, eine höhere Verkehrsdichte sowie ein verbessertes Vegetations- und Wettersystem. PC-Spieler mussten wie gewohnt die längste Wartezeit in Kauf nehmen und bekamen ihre Version erst am 14. April 2015 nachgereicht, mit denselben Neuerungen wie bei der Current-Gen-Fassung. Vor allem aber die unzähligen und zum Teil äußerst kreativen und skurrilen Modifikationen zu der PC-Version versprechen auch viel Spaß mit dem Action-Blockbuster. Neben dem Singleplayer-Modus gibt es mit GTA Online eine entsprechende Online-Komponente, die es erlaubt, die gesamte Welt von GTA 5 gemeinsam mit Freunden zu erkunden oder verschiedene Multiplayer-Modi zu spielen. Während GTA 5 noch immer sehr beliebt unter Gamern ist, was wenig überraschend ist, da der Titel zu den besten Spielen der letzten Jahre zählt, gibt es bereits erste Meldungen, Spekulationen und Gerüchte um GTA 6. So sei, laut Rockstar North-Chef Leslie Benzies, nach GTA 5 noch längst nicht Schluss. Rockstar habe noch genügend Ideen, wie es nach dem 5. Teil weitergehen könnte. Wir haben Ideen für 45 Jahre, erklärte Benzies im Oktober 2013 gegenüber der englischsprachigen Seite Developed Online. Wir wissen noch nicht, wie GTA 6 aussehen wird, aber wir haben viele Einfälle. Viele Fans der Erfolgsserie scheinen allerdings bereits einige Schritte weiter zu sein. So tauchte beispielsweise im Oktober 2015 ein angeblicher Trailer zu GTA 6 auf, der einen ersten Blick auf die Engine des Open-World-Titels gewähren sollte, allerdings schnell als Fake entlarvt worden ist. Anfang März 2016 veröffentlichte schließlich der Hobbyentwickler S-Engine eine ambitionierte Karte, die zeigte, wie GTA 6 aussehen könnte. Diese ist nicht nur riesig, sondern zeigt auch viele bekannte Orte aus verschiedenen GTA-Teilen. In einem Video hat der Grafiker die Einzelheiten seiner GTA-Welt vorgestellt. Erst vor wenigen Tagen kamen erneute Gerüchte zu GTA 6 auf. Die englischsprachige Webseite TechRadar hatte angeblich erste Informationen zum Spiel erhalten, da sie Kontakt zu einer Rockstar-nahen Quelle haben soll. Demnach befindet sich GTA 6 in einer frühen Entwicklungsphase. Auf ein Setting habe sich das Entwicklerteam jedoch noch nicht festgelegt. In der Vergangenheit schien sich Rockstar allerdings für die japanische Hauptstadt Tokio interessiert zu haben und es gab scheinbar konkrete Pläne für ein GTA Tokio. Tatsächlich sind einige Entwickler damals nach Tokio geflogen, um die Stadt hautnah zu erleben und mögliches Potenzial zu erkennen. Letztlich wurde die Idee allerdings verworfen, dafür war unter anderem das komplizierte Straßennetz von Tokio verantwortlich. Außerdem sah es Rockstar als schwierig an, GTA außerhalb der USA spielen zu lassen. Die Idee rund um Tokio als Handlungsort liegt aber bereits einige Jahre in der Vergangenheit. Zur Diskussion stand die Großstadt offenbar für GTA 3 und für GTA Vice City. Im Dezember 2003 sicherten sich die Verantwortlichen sogar die Rechte an den Namen GTA Tokio, GTA Bogota und GTA Sin City. TechRadar berichtete außerdem darüber, dass bereits seit 2012 ein neues Grafikgerüst entwickelt werden soll. Durchaus möglich, dass dies erstmalig in Red Dead Redemption 2 zum Einsatz kommen wird. Vielleicht als möglicher Test für GTA 6? Welche Wünsche habt ihr für GTA 6? Wo soll der Titel spielen? Und was hat euch an GTA 5 nicht gefallen? Haut's mal in die Kommentare.